guck mal. Das fällt mir auch jetzt erst auf. Das ist doch so eine Glaskuppel wirklich. Im Original gab es die nicht. Ja, ist okay, wegen, was weiß ich, Limitierung von der Engine und so weiter. Alles okay, aber Alter, ey. Oh, schön, wie ich das liebe, diese zusätzlichen Einzelheiten, die das alles noch schön glaubhafter machen. Und die Sonnenstrahlen, die den Mond reflektieren. Oh, klasse. Genau die richtige Position. Ja, die brauchen überhaupt keine richtigen Scheinwerfer hier in der Oper, weil halt der Mond der Scheinwerfer ist. Naja, aber ich glaube, hier geht sowieso keiner mehr hin, weil ist renovierungsbedürftig, dieses Opernhaus. Okay, also, den Hebel ziehen wir jetzt. Und wir... Warte mal, Moment, lass mich gerade überlegen. Soll ich jetzt mit dem Fahrstuhl runterfahren oder soll ich jetzt erst... Nee, Moment, ich fahre erstmal noch runter. Erstmal fahre ich runter und dann hole ich das Secret. Ich nehme dafür aber einen zweiten Slot ein. Okay, jetzt kommen hier nochmal ein paar Idioten. Ach, der kommt von da, Mist. Nee, da kommen. Beide kommen von da. Verdammt. Ja, aber gut. Der hier. Von rechts kommt der erste. Oh nein. Ja, gut. Unsere Energie ist jetzt wirklich weit unten. Aber ich glaube, wir können es immer noch hinkriegen. Ohne Medipack. Hier liegt auch nichts weiter, gell? Nee. Gut, dann nutzen wir den Fahrstuhl nochmal, steigen aber diesmal nicht ein, denn unterhalb des Fahrstuhls, da müssen wir jetzt rein, in dieses kleine Planschbecken. Ah ja, da liegt er. Ich glaube, da ist dieser Chip für das Kontrollpult, für den Vorhang. Oder Bühnenbild, was auch immer. Ich glaube, Bühnenbild ist ein bisschen realistischer, weil Lara kann ja normalerweise durch den Vorhang einfach gehen. Den zur Seite schieben und gehen. Also wenn sie das nicht hinkriegen würde, dann... würde ich aber meinen... Mädel, du machst so viele gefährliche Sachen, du kriegst es nicht hin, einen verdammten Vorhang zur Seite zu schieben. Mit deinen bloßen Händen. Dann würde ich das Opernhaus sogar noch umso mehr hassen, weil... weil dann könnte man das Ganze ja einfach skippen, normalerweise. Zurecht skippen. Es gibt ja tatsächlich gibt ja tatsächlich die Möglichkeit, das ganz kurz zu halten, das Level. Habe ich ja vorhin gezeigt. Mit dem Bananensprung. Aber, ja, ich glaube einfach, das Bühnenbild zu bewegen, ist schon realistischer. Weil da braucht man halt tatsächlich schon eher Kontrollpult, was das alles anhebt. Gut, wir sind nochmal hier. Und jetzt müssen wir hier rein. Genau. Das Gatter öffnet sich nochmal. Genau, und hier müssen wir das einfügen. Und schwuppdiwupp, wir sind einen großen Schritt weiter. Ja, schon hat sich die Kulisse auf der Bühne verändert.
und können dann einfach mal ganz gechillt durchgehen. Gehe aber trotzdem nochmal von oben rein, denn, wie gesagt, ich muss nochmal zum Fahrstuhl zurück, um das letzte Secret einzusammeln. Also gut, wir betätigen den Aufzug nochmal. Er fährt nach unten. Und... Nein, Mann, was war denn das jetzt? Wie hat die sich denn jetzt da reingeglitscht, ey? Oh. Oh. Mann, ey. Okay, warten wir einfach ein paar Sekündchen länger. So, jetzt aber. Jetzt kann sie doch nicht rein, oder? Okay, jetzt bin ich zufrieden. Golddrache, du gehörst mir. Und wir erhalten ganze 5 Uzi-Clips. Hier liegt aber noch was, meine ich, ne? Da liegt noch was. Und? Ist da noch was? Nee, okay. Aha. Also gut. Springen wir mal ganz genüsslich ins Wasser und dann auf die Bühne. Oh nein, Mann, da ist ja schon wieder jemand. Gut, machen wir es anders. Wir springen erst hinein, wenn wir den Typen da abgeknallt haben. Wenn wir ihn denn abgeknallt kriegen. Kannst du bitte nochmal rauskommen? Scheiße, der lebt immer noch. Warum? So, ey. Sense. Vorstellung ist vorbei für dich. Okay, ich habe ganz knapp das Podest verfehlt, aber ich glaube, selbst dann würde Lara nicht sterben. Weil ich glaube, es ist nicht so programmiert, dass sie auf so seichtem Wasser oder halbseichtem Wasser stirbt, wenn sie von einer hohen Stelle springt. Hoppla, habe ich ja ganz vergessen, da ist ja noch so ein Sandsack. Und hier will noch mal jemand Ballaballa machen, gell? Ah, nee. Ach, herrje, das sind 3? Also 2 Schlägertypen, ein Hund. Das kriegen wir hin. Aber wie? Warte mal, lass mich gerade überlegen. Ja, und Nummer 3. Wo ist die Nummer 3? Wo chillt die mal wieder ab? Okay. Aha. Es können eigentlich gar nicht mehr so viele kommen. Ach ja. Wie konnte ich das vergessen? Das Opernhaus ist auch beliebt bzw. bekannt, / verhasst, wegen einem ganz besonderen Gegner, der im Grunde nur 2-mal auftaucht in diesem Spiel. Der auch später quasi als, ja, könnte man sagen, als Final Boss oder sowas agiert. Aber
Ja, eins nach dem anderen. Da sind wir noch lange nicht. Aber hier begegnet man diesem Gegner das erste Mal und der war hartnäckig. Und so muskulös, dass er, glaube ich, zwei Schrotflinten einfach mal so führen kann. Da ist die Kiste, die man verschieben muss. Also, wir müssen jetzt noch mal einen Schalter umlegen, damit wir das Bühnenbild wieder korrigieren können. Und dann kommen wir auch da seitlich irgendwo rein. Und dann sind wir bei dem letzten Raum. Oder im letzten Raum von diesem Level. Genau, hier sind wir jetzt. Die Stelle, hier kommen wir hin, wenn wir diesen Bananensprung von da oben hier runter machen. Da läuft ja noch jemand rum. Warum? Kann ich den bitte vielleicht einfach so mal abknallen? Nicht, dass ich will nicht schon wieder runter. Obwohl, warte mal. Aber wie ist denn der jetzt? Wie konnte der denn jetzt spawnen? Das kapier. Ach, Quatsch, warte mal. Ich muss doch gar nicht das Bühnenbild nochmal anders machen, weil wir können ja jetzt sowieso eine Abkürzung nehmen. Falls wir jetzt runterfallen, können wir jetzt nämlich diese Tür da unten nutzen. Und dann kommen wir ganz leicht wieder rauf. Ach, aber warte mal. Okay, der Schalter da oben muss dann betätigt werden, ne? Ja, jetzt ist er zugänglich. Dieser alte Tu-nicht-gut, den ich überhaupt nicht kenne. Okay, da wären wir dann. Levelende, wir sind nah. Aber ich muss kurz respawnen. Mann, ich habe das schon mal besser hingekriegt. Okay, dann nehmen wir halt den Weg der. Warte mal. Nee, doch, geht doch. Wieso kriege ich das nicht hin? Ach, guck mal, der ist schon da. Der Boss in diesem Level. Ah. Wenn ich jetzt runtergehe, glaube ich, das spawnen noch ein paar mehr Gegner. Unter anderem ein paar Hunde. Und vielleicht sogar noch ein paar Typen mit Knarren. Das Risiko will ich jetzt erstmal nicht eingehen. Einfach mal kurz mutiert oder so? Mutiert? Fragezeichen. Ist das zufällig der Fahrschulclip? Nee, ach.
Fahrstuhl, nicht Fahrschul. Ach, Mann, ey. Ich schon meine verdammten Wortver... dass ich die Worte immer so verschleißen muss manchmal. Was eine Geburt, das zu klippen. Wo du eben die Geräusche gemacht hast. Okay. Das werde ich mir gleich mal ansehen. Geräusche, das war bestimmt beim Fahrstuhl. Da habe ich nämlich... Da bin ich rausgerastet, ey. So, das dauert mir ein bisschen zu lang. Kann er nicht einfach mal hier... ein bisschen schneller antanzen? Ja, ich kann nicht sehen, was er macht. Okay, das war jetzt gar nicht mal so schlecht. Ah, komm, Mann, ey. Was machst du denn hier so eine Weltreise hier im Labyrinth? Oh, okay. Der ging schneller K.O. als ich dachte. Ja, gut. Muss fairerweise sagen, hier von oben alles abzuknallen ist natürlich immer sehr viel einfacher. Warte mal, wie viel Fundstück habe ich denn jetzt? 30 von 37, oh je. Ich habe das Gefühl, ich habe mal wieder irgendwas übersehen. Gut, aber man kann hier noch ein paar Dinge einsammeln. Ja gut, aber hier oben auf den Kisten scheint nichts zu sein. Oh nein, 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 da ist schon wieder irgendein Ballermann. Ja, Ballermann ist tot. Ah ja, der Boss hat ein paar Granaten, die man einsammeln kann. Aber die Frage ist, wie viel? Ich bin mir nicht... Also ich glaube, das sind mit Sicherheit keine 7 Stück. Ja, okay, aber es sind 3. Schon mal sehr großzügig. Dann fehlen uns jetzt noch trotzdem 4, ne? Ja. Mensch. Das macht mich nervös immer wieder. Ah, warte mal, hier sind noch 2. Gut. Wenn jetzt alles glatt läuft. Ich glaube, es spawnen jetzt noch 2 Gegner. Wenn die wirklich die letzten Items haben, bin ich mal wieder überglücklich. Und dann beschwere ich mich auch nicht. Dann bin ich ganz, ganz lieb. Für den Rest des Levels. Wow. Bisschen weiter zur Seite, Lara. Nicht, dass du von der Kiste erfasst wirst. Na! Mann! Muss die Kiste ihr tatsächlich noch irgendwie so einen Arschtritt verpassen, oder was? Kacke. Jetzt komm, rauf, 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 ja. Ja, jetzt spawnen nochmal 2 Typen. Also einen Typ habe ich auf jeden Fall gehört. Ja, da oben, da hinten. Da ist einer.
Ja, im Gegensatz zu dem fetten, muskulösen Schrotflintentyp kann der mich tatsächlich hier oben treffen. Ja, wo ist er denn jetzt? Will er jetzt auch eine Weltreise durch das Labyrinth antreten oder was? Komm, mach's nicht so schwer. Sag mir, dass du die letzten zwei Items hast. Aha. Oh nein, komm. Mir fehlt allen Ernstes nur ein Item. Und es spawnt doch kein Gegner mehr, ne? So ein Scheiß. Ja, ich mache einfach mal hier meinen Spielstand. Ich bin sicher, hier ist nichts. Oh, guck mal, jetzt hat das auch so eine richtig Skyline. Gut, die war im Original auch vorhanden, aber halt richtig. Ja. Aber es war halt keine Skybox, sondern halt, das sind texturierte Wände eben. Aber hier eine schöne Skybox. Schön. Alles klar, Ende des Levels ist da. Ganz bestimmt. Aber irgendwie ist es jetzt doch nicht dasselbe, oder? Du solltest deine Zunge besser hüten, Fabio. Ist dir nur so ein Gefühl. Aber vielleicht machst du einen Fehler, dort zu suchen. Ist dein Glaube so schwach? Entspann dich. Tief durchatmen. Das Gefühl, Fabio, ist nur eine Flamme im Wind. Es kann mutig flackern, aber nicht erleuchten. Als mein Vater uns verließ, er sich klein war, verriet er mir, dass er die Erleuchtung gefunden hat. Er wurde von etwas geleitet, das größer war als nur eine Eingebung. Er besaß den Seraphim, aber er war nur ein Jünger des großen Plans. Er fand den Tod, als er den Weg für den einen, seinen Sohn, bereitete. Verstehst du? Hab Vertrauen, Fabio. Und lass dich nicht von Gefühlen leiten. Wir suchen schon am richtigen Ort. Du hast recht. Ich glaube daran, Marco. Gut. Eros, hast du das Geländer schon repariert? Sieh!